Egal, was du im Leben machen möchtest, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du irgendetwas verkaufst. Entweder beim Vermieter verkaufst du dich selbst als Mieter, in der Diskothek, sobald wieder eine offen ist, verkaufst du dich selbst als potenzieller guter Lebenspartner oder schließlich beim Unternehmen verkaufst du dich als neuer Mitarbeiter. Und besonders wenn du dich selbstständig machst und Kunden gewinnen willst, dann verkaufst du dich auch dem Kunden gegenüber, damit er dir etwas abkauft. Und meine Beobachtung ist, nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern auch in das Leben zu schauen von vielen Unternehmern, Gründern und Verkäufern, dass sie in die Verkäuferfalle laufen. Und davor will ich dich und werde ich dich in diesem Video auch bewahren. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht nur selbst über 20 Unternehmen gegründet und auch deren Produkte verkauft, sondern auch über 2000 Gründer begleitet und noch viel mehr Verkäufer und Salesdienstmitarbeiter. Da weiß ich relativ gut, auch aus dem Wissen der Rhetorik, des NLPs, der Mediation, der gewaltfreien Kommunikation und sonstiger Verkaufstechniken und Taktiken, was es alles so an Tools auf dem Markt gibt. Und viele Tools führen dich aber direkt in die Verkäuferfalle und ich sage dir jetzt warum. Die Ausgangssituation, die du und ich am Markt haben, wenn wir unsere Produkte oder Dienstleistungen veräußern wollen, ist, dass wir einem Kunden gegenüberstehen und dieser hat entweder ein großes Problem, wo er von weg will, oder hat einen großen Wunsch oder eine Leidenschaft, wo er hin will, und er hat eine bestimmte Handlungsbereitschaft und ein gewisses Handlungspotenzial, was er sich auch leisten kann und was er sich leisten will an Problemlösung oder Wunscherfüllung. Und wenn dieser Interessent jetzt mit seinem Problem die Bühne des Marktes betritt, dann wirst du feststellen, dass die verschiedenen Verkäufer mit ihren Methoden auch in Erscheinung treten. Der eine nimmt seinen Pfeil im Bogen und legt an, der nächste schmeißt die Angel aus, der andere wiederum hebt die Grube aus, also öffnet ein Ladengeschäft oder einen Webshop, der andere versucht im persönlichen Gespräch mit einer Stradivari gute Gefühle zu erzeugen und vorher wird noch kräftig mit einem Pinsel Honig um den Mund herum verteilt und ein Mensch mit Lob überschüttet, was für eine tolle Person er ist, dass er jetzt Glück hat, bei dir als Verkäufer das weltbeste Produkt kaufen zu dürfen. Und weil diese Verkäufer super motiviert sind und dich auf jeden Fall auch an der Angel haben wollen, dich als Kunden gewinnen wollen, bilden sie sich weiter und lernen dann beispielsweise neurolinguistische Programmiertechniken oder assoziative Konditionierungstechniken oder Sales-Techniken oder mediative Techniken oder gewaltfreie Kommunikation. Zum Schluss setzen sie dich noch auf eine Ja-Leiter und fragen dich folgende Frage. Hast du ein Problem? Ja. Möchtest du eine Lösung? Ja. Möchtest du weiterleben? Ja. Möchtest du, dass die anderen Menschen toll von dir denken? Ja. Möchtest du so wenig Geld wie möglich bezahlen? Ja. Möchtest du, dass es dir besser geht? Möchtest du jetzt auch noch unterschreiben? Ja. Und schon hast du gekauft. Und an diesem Punkt hast du zwei Probleme. Erstens die Herausforderung, dass die meisten Menschen das durchschauen, dass irgendetwas nicht stimmt. Dass nicht tatsächlich ihr Bedürfnis im Vordergrund steht und dass die Menschen noch nicht genügend Vertrauen zu dir geschafft haben, sondern dass sie sich in eine Ecke gedrängt, in die Grube geschubst fühlen oder vielleicht auch abgeschossen oder am Haken fühlen. Das zweite Problem ist da aber viel größer. Das zweite Problem ist nämlich, dass die Menschen auch eine Kaufreue haben. Und nahezu jeder Kaufvertrag hat die Option, gerade im B2C-Geschäft 2 Wochen, 4 Wochen oder vielleicht noch länger vom Kaufvertrag zurückzutreten. Also fährt der Kunde nach Hause, während du zu Hause deine Shampoospulle schon öffnest und auf dich selbst anstößt. Und einen Tag später kriegst du dann die Kündigung, die Storno, wieder zurückgeschickt. Der Kauf ist nichtig. Und ich möchte dich warnen, dass du als ein solcher Mensch bekannt wirst, der andere manipuliert, unter Druck setzt oder verführt. Denn die Menschen merken sich das und auch das spricht sich rum. Entscheidend ist vielmehr in den Kundengesprächen, dass das Bedürfnis des anderen im Fokus steht. Und da gibt es auch Menschen, die brauchen ein bisschen länger, um sich entscheiden zu können. Und bei anderen geht es wiederum schneller. Viel wichtiger ist, dass du dem Menschen in seinem Prozess, wie bei einer Schwangerschaft, manchmal bis zu 9 Monate andauernd begleitest, bis dieser für sich eine Entscheidung getroffen hat, bis dieser überzeugt ist vom Produkt, von der Lösung, aber vor allen Dingen auch von dir und für das Unternehmen, für das du stehst. Und wie lautet nun die Lösungsmethode? Betrachte das Verkaufen ein wenig entspannter, entstresster, ruhiger, wie ein Schachspiel. Indem du dich einfach mit deinem Interessenten gemeinsam an ein Schachbrett setzt und die Partie eröffnest. Deine Aufgabe ist es, das Schachbrett aufzubauen und den anderen zu informieren, dass das Spiel eröffnet ist und dass du dein Angebot startest. Und das ist der erste Zug im Schach. Und wenn du dich ein wenig mit Schachspielen auskennst, dann weißt du, dass es dort Regeln gibt, die sehr streng sind. Denn du darfst im Schach
Niemals zwei Züge hintereinander machen. Wenn du deinen Zug gemacht hast, dann heißt es für dich abwarten. Abwarten darauf, dass dein Gegenspieler, in dem Fall der Interessent, der noch nicht Kunde geworden ist, den nächsten Zug macht. Und du kannst dir sicherlich gut vorstellen, was passieren würde, wenn du an einem Schachwettbewerb teilnimmst und du machst deinen ersten Zug und der andere aber nicht. Jetzt wird es dir langsam ein bisschen langweilig und dann denkst du, dann hole ich mal die Stradivari raus, wenn du den nächsten Zug machen würdest. Oder dann wird mit Lob dem anderen ins Gesicht geschmiert. Schließlich holst du einen Pfeilbogen raus und sagst, mach deinen nächsten Zug oder ich schieße. Ich glaube, du wärst sehr schnell eines, nämlich disqualifiziert. Das heißt, die Lösung ist relativ simpel. Wenn du einem Interessenten gegenüber dein Schachbrett eröffnet hast und der ist noch nicht abschlussbereit oder braucht noch Zeit, um nachzudenken, dann nutzt die Zeit nicht, um ihn unter Druck zu setzen, sondern geh ein Stück weiter zum nächsten Interessenten, setz dich wieder an den Tisch, hol wieder das Schachbrett aus, bau die Figuren auf, hör dir seine Geschichte an, welche Probleme er hat, welche Lösungen er haben will, welche Gegenleistungsbereitschaft er hat und dann machst du deinen ersten Zug. Und wenn auch B, genauso wie A, nicht sofort seinen nächsten Zug macht, dann nimm das nicht persönlich. Versuch nicht Druck auszuüben oder viermal am Tag anzurufen, 40 E-Mails zu schicken, persönlich beim Kunden zu klingeln und sein gesamtes soziales Umfeld gegen ihn zu richten, sondern geh einfach weiter zum nächsten Interessenten und hol das nächste Schachbrett auf, bau die Figuren auf, hör dir die Geschichte an, mach dein Angebot und damit deinen nächsten Zug. Und während du so ein Schachbrett, eine Partie nach dem anderen eröffnest, passiert plötzlich Folgendes. Das Telefon klingelt, es kommt eine E-Mail rein und der Interessent B hat geantwortet. Er hat seinen zweiten Zug gemacht. Und was hast du damit? Richtig, du hast jetzt die Erlaubnis, deinen zweiten Zug zu machen. Du kannst also jetzt dein Angebot ausfertigen oder den Vertrag fertig machen oder den Order auslösen, was auch immer im Verkaufsprozess dann für dich der nächste Schritt ist. Also zusammengefasst ist die zweite Methode nicht diejenige, den einen Interessenten, der gerade bei mir vor der Flinte sitzt, der gerade bei mir am Tisch sitzt, den jetzt um alles in der Welt zu gewinnen, auch wenn ich manipulative Techniken einsetzen muss. Es geht vielmehr darum, mit möglichst vielen Menschen, Interessenten in Beziehung zu kommen, in Beziehung zu bleiben, den ersten Zug zu machen, sprich zuzuhören, Lösung wirklich klar herausarbeiten, das Angebot offerieren und dann warten. Manche Kunden entscheiden sich sofort, andere brauchen ein bisschen mehr Zeit. Wie ein Nagel, der auch nicht mit einem Hammerschlag im Holz versenkt wird, sondern 3, 4, 5, 6, 7 Schläge braucht, bis er weg ist. Und gib genau deinem Kunden diese Zeit. Wenn du das nicht machst, sondern nur eins machst und Druck arbeitest, dich festsitzt auf der Couch deines Kunden, den penetrierst, verfolgst und stresst und vielleicht zu guter Letzt manipulierst, dann wird es vor allen Dingen eines kosten. Nicht nur dein Erfolg, sondern deinen guten Ruf. Denn Vertrauen bedeutet, dass die Menschen im Rahmen der Verkaufsberatung nicht nur das Produkt kennenlernen wollen. Denn sie können meistens nicht nachmessen, wie gut das Produkt ist. Die wenigsten wissen bei einem guten Auto, einem guten Nahrungsergänzungsmittel, was genau in diesen Produkten drin enthalten ist, sondern sie wollen von dir anhand deiner Persönlichkeit, deiner vertrauensvollen Beziehung ableiten, ob du und damit auch das Produkt glaubwürdig sind. Und wenn du denen genau diese Zeit nimmst, über eine längere Zeit in Verbindung zu bleiben, abwarten zu können, Fragen zu beantworten und dann bereit zu sein, wenn er sagt, ich will jetzt den nächsten Zug zu machen, du hast bis dahin den Kontakt zu allen Schachbrettspielpartnern gehalten, dann wirst du nicht nur einen einmaligen Verkaufserfolg haben, sondern du hast nicht nur einen Stammkunden gewonnen, sondern im günstigsten Fall einen Fan auf Lebenszeit, der immer wieder bei dir kaufen wird und dich vor allen Dingen auch weiterempfehlen wird. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung hast und dass du deinen Prozess kennst, der nun mal so lange dauert, wie er dauert. Wenn du natürlich ein schlechtes Produkt hast, die Mitbewerber besser oder günstiger sind und von der Dienstleistung attraktiver, dann wirst du eher versucht, seinen Druck auszuüben. Aber wenn du wirklich von dir, deinem Produkt, deinem Service überzeugt bist, was spricht denn dagegen abzuwarten, bis der Kunde so reif ist, wie es auch das Getreide auf dem Feld, der Apfel am Baum ist, bis er fällt? Denk daran, auch eine Mutter, eine angehende Mutter, wird die Schwangerschaft nicht auf 1 oder 2 Monate verkürzen können, nur weil sie gerade so viel zu tun hat, sondern es gilt dann, den Prozess abzuwarten, solange er braucht. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, nicht nur dein Marketing- und Positionierungskonzept aufzubauen, sondern auch dein Vertriebs- und Verkaufskonzept zu Ende zu denken, die Prozessschritte, die Angebote, die einzelnen Sequenzen und Leitfäden zu durchdenken, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch.
Denn wir haben nicht nur gute Rechtsanwälte, Unternehmensberater und Steuerberater bei uns im Team, sondern auch sehr gute Marketing- und Verkaufsspezialisten. Und die kommen seit über 10, 20, 30 Jahren aus dem Verkauf und haben viele Jahre auch als Trainer gearbeitet und vor allen Dingen vom Erfolg her beteiligt auch gearbeitet. Das heißt, sie haben nur etwas verdient, wenn sie auch was verkauft haben. Und von diesen Menschen aus der Praxis kannst du lernen für deine Praxis, sodass du gemeinsam mit ihnen deinen Verkaufsprozess, deinen in Beziehung und Kontaktbleibeprozess errichten kannst, sei es offline oder auch online mit den modernsten Tools. Also like jetzt nicht nur das Video, wenn dir das Thema gefallen hat und abonniere unseren Kanal, sondern mache jetzt auch Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Direkt über unsere Webseite kannst du das buchen, deinen persönlichen Termin. Und dann versuchen wir, nicht nur den besten Berater für dich zu finden, sondern auch noch Fördermittel zu beantragen, um diesen ganzen Prozess nicht nur konzeptionell zu entwickeln, sondern auch so zu implementieren, dass du die Fähigkeiten danach auch hast und einsetzen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg und buche jetzt dein kostenfreies Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer.